Willkommen in der Diamantengalaxie, einer Welt, in der es ums Nachdenken geht. Eine Welt, in der menschliches Fleisch verboten ist. Wissen Sie eigentlich, warum Sie hier sind? Dann wirst du dir wünschen, doch woanders der Planet zu sein. Genau, Sie haben richtig kombiniert. Sie sind tot. Können Sie sich eigentlich noch an Ihr letztes Erlebnis erinnern? Das ist die kurze Geschichte eines friedlichen Wesens aus einer hochzivilisierten Welt, welches vom roten Blumenplaneten aus mit seinem Dimensionsbooster angetriebenen Raumschiff startete, um den Frieden im Universum zu verkünden. Du warst doch letztens krank. Was hattest du denn eigentlich gehabt? Arschsyphilis und Hämorrhoiden. Weißbrot gegessen. Ja, Weißbrot, zu viel Eiweiß drin. Also das Eiweiß tut ich erstmal gar nicht essen. Ist ja schlimmer wie Schokolade, der Diabetes. Schokolade auch nur, Hölle mal. Dieser Planet ist die letzte Hoffnung für mich. Ich hoffe, dass mich die Bewohner dieses Planeten bei sich aufnehmen. Wenn mir die Wesen dieser Welt helfen bei der Herstellung meines Dimensionsboosters, dann kann ich wieder zurück auf meinen Planeten kehren und all meinen Freunden erzählen, wie friedlich das Universum doch ist. Doch jetzt werden wir landen. Ziemlich abgenommen dadurch, ne? Ja, ein paar Kilo. Das hat schon Vorteile gehabt. Abnehmen tust du dabei. Ich komme aus der Galaxie. Es ist eine wunderschöne Welt. Voller Sterne und wundervoller Dinge. Unser Sonnensystem ist alleine dreimal größer als eures. Und deshalb will ich euch bitten, helft mir bei der Reparatur meines Raumschiffes. Beim Landen auf der Erde zerstörte mein Dimensionsbooster irgendwelche Teile. Er funktioniert nicht mehr. Könnt ihr mir helfen, ihn zu reparieren? Könnt ich zurückkehren und erzählen, wie friedlich ihr seid?
Ich glaube, ich habe mir ein Flashback angehört. Das ist kein Flashback, das ist echt. Vorsicht! Das hier ist unser Dimensionsbooster. Vorsicht! Was? Ihr baut einen Dimensionsbooster ohne Technik? Vorsicht! Wie funktioniert der denn, der Dimensionsbooster? Ja, es kommt schon von ganz allein. Ich glaube, die Dimensionen werden jetzt gebraucht. Wenn wir mit dir fertig sind, dann wirst du dir wünschen, doch woanders da gelandet zu sein. Richte dich doch mal dahin. Besser ist. Ja, geht's dir bestimmt wieder besser. Komm, leg dich hin. Oh Mann. Was wird schon nicht. Du schaffst es schon. Leg dich hin. Und? Wie fühlt man sich? Besser? Nochmal! Können Sie sich eigentlich noch an Ihr letztes Erlebnis erinnern? Den hänge ich mir beim Kamin. Dann erzählen Sie es mir bitte in aller Ruhe. Wir haben nämlich viel Zeit. Wirklich viel Zeit. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Aufenthalt in der Ewigkeit. Scheinen mir mindestens genauso fremd wie alles andere auf dem blauen Planeten.